Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Terragon-Information. Heute zum Thema Digitalpakt Schule von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, von der Kultusministerkonferenz, ja, eigentlich von Bund und Ländern gemeinsam erklärt. Und das Ganze schauen wir uns jetzt hier in dem Entwurf und Zwischenstand, den ich runtergeladen habe, hier am 14.12.2018, wie also dieser Digitalpakt dann aussehen soll. Das Ganze behandelt leider nicht besonders viel Konkretes zum Thema künstliche Intelligenz oder Programmierkenntnisse oder IT-Kenntnisse im Konkreten, sondern behandelt mehr die allgemeine Digitalkompetenz. Was das heißt, sehen wir denn gleich. Also es geht um Bildung in der digitalen Welt im Bereich der Schule und unter anderem auch vor allem darum, wie die Mittel dafür bereitgestellt werden. Die Präambel beschreibt also, dass es darum geht, die Teilhabe und Mündigkeit von Heranwachsenden, also sprich Schülern, in dem Fall zu fördern, indem also ein fachkundiger und verantwortungsvoller Umgang und kritischer Umgang mit Medien geschult werden soll. Und das Ganze ist auch tatsächlich so irgendwie zu verstehen. Zumindest ist in diesem ganzen Pakt nichts weiter zum Thema Programmieren oder Künstliche Intelligenz oder digitale Kompetenzen im Konkreten, sondern es geht mehr darum, also mit diesen digitalen Medien verantwortungsvoll und kritisch umzugehen. Aber nicht selbst zu kreieren oder selbst zu erschaffen. Gut, dann geht es hauptsächlich darum, die technische Ausstattung überhaupt erstmal zur Verfügung zu stellen, dass insbesondere Schulen also Internetanschlüsse, WLAN und sonstige Dinge zur Verfügung stellen, sofern das nicht die Schüler oder weil man davon ausgeht, dass die Schüler nicht alle selbst einen Laptop und Smartphone, Computer haben. Dass das eben von der Schule bereitgestellt wird. Spannender ist, sind die digitalen Bildungsumgebungen, also sprich E-Learning-Plattformen, die auf Schulbasis zur Verfügung gestellt werden, was eigentlich eine tolle Sache ist, weil das in die Richtung geht, dass man die Lerninhalte, die aktuell auf Udemy oder ähnlichen Online-Kursplattformen gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden, dass die dann Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt werden über die staatlichen Schulen. Und das Ganze soll also fachlich hochwertig ausgestaltet sein, also sprich nicht nur Tutorials, außer die von terragon.de, die sind ja fachlich schon hochwertig, aber es gibt ja auch andere Tutorials, die nicht so hochwertig sind, auf YouTube kostenlos. Das heißt, man möchte hier selektieren. Und man möchte dann entsprechend auch die notwendigen Rechte dafür einholen. Das heißt, wenn jetzt Leute besonders herausragende Tutorials oder E-Learning-Angebote erstellt haben, dass die dann entlohnt werden, um entsprechend ihre Rechte an das staatliche Schulsystem abzugeben. Ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Dokument ist auch die Qualifizierung der Lehrkräfte, die also kritisch gesehen wird, weil natürlich Lehrer, die noch, also die älter sind, aktuell nicht besonders viel oder tiefgehende Kenntnisse der digitalen Welt haben und entsprechend da der große Nachholbedarf besteht, dass die Schüler nicht am Ende oder am Anfang schon mehr wissen als die Lehrer. Flankierende Maßnahmen, da geht es vor allem Grundsatzfrage des Datenschutzrechts, also sprich, da muss halt geguckt werden, okay, wenn jetzt alle Schüler und Schulen da angeschlossen sind, wie wird da mit dem Datenschutz umgegangen? ID-Management-Systeme bezieht sich wahrscheinlich, das kann ich nicht sicher sagen, aber ich vermute, es geht darum, dass jeder Schüler und jede Schule IDs zugewiesen bekommt und dann quasi nur die Inhalte sehen kann, die er oder sie sehen darf. Und das ist im Grunde nicht verkehrt. Aber natürlich kann man auch sagen, okay, warum kann nicht jeder Schüler alle Inhalte sehen, sodass quasi man nicht daran gebunden ist, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in der und der Klasse, in der und der Schule, in dem und dem Bundesland
und habe deswegen keine Berechtigung, hochwertige Online-Kurse sozusagen anzuschauen, was hier oben ja das Thema war. Nur weil ich halt entsprechend nicht die Berechtigung habe. Aber gut, das ist philosophische Frage. Generell sollte man natürlich alle Lerninhalte allen Schülern und Schülerinnen zur Verfügung stellen. Genau, das Ganze soll also in Open Educational Resources münden, das heißt also frei verfügbare, offene Unterrichtsressourcen. E-Learning. Ziele des Ganzen sind also so dargestellt, dass so formuliert, dass die Anbindung an schnelles Internet gewisse Priorität hat, dass die Lehr- und Bildungspläne entsprechend angepasst werden. Das heißt wahrscheinlich hier, dass die Lehr- und Bildungspläne überhaupt E-Learning und Online-Angebote mit beinhalten. Damit ist nicht zwingend gemeint, dass man also jetzt die Lehr- und Bildungspläne auf Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Programmieren und sowas ausweitet, sondern hier geht es eben wahrscheinlich, wie oben dargestellt, mehr um die Sache Medienkompetenz, was eben einerseits schade ist, aber andererseits eben eine wichtige Grundlage auch darstellt. Und auch wieder hier die Qualifizierung des Lehrpersonals eine wichtige Sache. Programm bezieht sich auf alle öffentlichen Schulen, also sprich allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen und sonderpädagogische Schulen. Sodass das also sämtliche öffentliche Schulen diese Förderung in Anspruch nehmen können. Diese Förderung teilt sich auf in einen Teil, den der Bund übernimmt. Der Bund übernimmt also von 2018 bis 2022 5 Milliarden Euro, das heißt halt pro Jahr 1 Milliarde Euro in digitale Ausstattung, also wahrscheinlich Sachinvestitionen. Das heißt, das übernimmt der Bund, und dann ist aber die Länder sind wiederum dann verantwortlich für die Umsetzung der pädagogischen Konzepte und entsprechend der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung, sodass eben da die Trennung ist zwischen Hardware und Software, wenn man es so nennen will, also der persönlichen Fortbildung. Die Förderung erstreckt sich insbesondere auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung und Endgeräte wie Server. Ist eben auch so eine Frage, wie das denn am Ende sein wird. Also, dass natürlich jetzt jedes Bundesland und jede Schule und jeder Kreis und jedes sonst irgendwas ihre eigenen Server und eigene Sachen aufstellen muss, ist im Prinzip ein Weg. Ob das jetzt sinnvoll ist oder ob man eben sagt, okay, bundesweit gibt es halt eine gewisse Server Cloud, die zentral zur Verfügung gestellt wird, wo eben sich nicht jeder Schulleiter um die Administration des eigenen Servers kümmern muss, sondern eben, dass die Hardware zentral bereitgestellt wird und auf dieser Hardware-Plattform, die bundesweit einheitlich ist, dann die Schulen und die einzelnen sozusagen ihre individuellen Inhalte verwalten können. Aber das wird man jetzt sehen. Anders ist natürlich ein Konjunkturprogramm für die IT-Dienstleister in den Bundesländern, wenn jede Schule ihre eigenen Server über Dienstleister im Endeffekt verwalten lassen muss. Hier auch wieder der Punkt, dass es eben alles hier landesweit gesehen wird. Also warum soll quasi die ganze IT-Lösung landesweit, also bundeslandweit und nicht insgesamt bundesweit auf einem guten, hohen Niveau umgesetzt werden, weil das sind zum Beispiel Dinge wie die Lernplattform, die Schulportale, Schulcloud-Lösungen, Arbeitsplattformen, Landesserverlösungen. Das sind alles so technische Grundlagen, die letztlich auch bundesweit geregelt werden können, mit der Freiheit, dass jede Schule dann doch ihre eigenen Inhalte anpassen kann. Also hier geht es ja nur um die gesamte Infrastruktur. Ob das nun dezentral oder zentral sein soll, wird nicht weiter diskutiert, aber es wird vom Ansatz her mehr auf die dezentrale Lösung gesetzt. Genau, es geht halt jetzt darum, und dann können gefördert werden die auf Ebene von Schulträgern die Administration und Wartung. Das heißt, auch da geht es darum, dass sozusagen Dienstleister letzten Endes herangezogen werden, die
Administration, Verwaltung, Wartung, Inbetriebnahme und so weiter übernehmen und dann sozusagen Cloud-Angebote geschaffen werden, wobei Cloud in dem Sinne eben regionale Clouds sein sollen. Aber gut, das wird man dann sehen. Auch wieder Qualifizierung und Beratung des Lehrpersonals ist da ein ganz entscheidender Faktor, was sich letztlich bei bundesweit zentralen Lösungen auch reduzieren würde, dass nicht jeder Schulleiter eben seinen eigenen Server da verwalten muss. So, die Länder haben sich also hier oder sollen sich hier verpflichten oder zumindest ihren Willen bekennen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2018, 2019, also jetzt gerade aktuell, in die Grundschule eingeschult werden, im Laufe ihrer gesamten Schulzeit, also diese Kompetenzen, die Medienkompetenz oder die digitale Kompetenz erwerben können sollen. Und dass entsprechend in diesem Zeitraum die Bildungs- und Lehrpläne überprüft und weiterentwickelt werden, wie wir es eben gesagt haben, dass die Lehrerbildung in dem Zeitraum hier stattfindet, dass es länderübergreifende Online-Selbstlernangebote etabliert und geben soll, die also zum Beispiel mediendidaktisch und fachbezogene Kompetenzen. Das ist halt die gute Frage. Also mediendidaktisch ist klar oder relativ klar. Fachbezogene Kompetenzen, ob damit jetzt hier gemeint ist, dass man Standardfächer wie Mathe, Englisch, Physik, Biologie oder sowas fachbezogen hier Kompetenz online lernen soll, oder ob damit gemeint ist, dass quasi die wirkliche konkrete Künstliche Intelligenz, IT und Programmierung ist so ein bisschen offen gehalten, aber zumindest alles im Bereich der Kompetenzen. Genau, Ausbau IT-Infrastruktur wird eben auch der Willen bekundet, das eben alles auszubauen, dass die Wartung sichergestellt ist. Und hier der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, dass eben die Länder kooperieren sollen, weil quasi letztlich diese Online-Angebote einem gewissen Qualitätsstandard entsprechen müssen. Und das war spannend, oder das kommt jetzt gleich noch in einer Minute, dass sozusagen dieses ganze Schreiben hier die Kompetenz der Länder oder der zuständigen Behörden selbst in Frage stellen. So, und jedenfalls hier noch die Sache mit Lizenz- und Nutzungsmodellen, das quasi noch das Thema ist, wie kriegt man jetzt den E-Learning-Content überhaupt verfügbar, und da muss man eben entsprechend mit den Bereitstellern von E-Learning dann sprechen, dass sie das allen zur Verfügung stellen. Die Stanford University macht das sehr gut. Stanford hat auf YouTube kostenlos für alle zugänglich diverse Vorlesungen online gestellt, 1:1. Ist eben nicht für Schüler, sondern für Studenten. Aber wer Interesse hat, kann sich auf Stanford University auf YouTube über diverse Themen, also da auf Universitätsniveau, kostenlos informieren. Aber auf Englisch. Genau, hier wird auch wieder gesagt, dass also, obwohl es alles bundeslandspezifisch sein soll, die Schnittstellen für die Lerninfrastrukturen also geschaffen werden sollen, sodass quasi, obwohl jedes Bundesland alles selber macht, die Bundesländer trotzdem wieder sich austauschen können. Also ist so eine Frage. So, wer ist jetzt antragsberechtigt? Und da komme ich jetzt auf den Spaß von eben zurück mit der Kompetenz der Länder. Antragsberechtigt sind Schulträger, Gebietskörperschaften, die Länder selbst sowie eben Verbünde von Ländern, wenn man quasi länderübergreifend oder bundeslandübergreifend was machen will. Aber es sind auch einzelne Schulen antragsberechtigt. Und zwar genau dann, wenn diese ganzen Institutionen hier fachlich nicht in der Lage sein sollten, einen Antrag zu stellen. Dann kann also auch selbst ein Antrag gestellt werden. Das zeigt schon, dass man also nicht davon ausgeht, dass da eine besonders hohe Kompetenz in dem Bereich aktuell vorhanden ist. Das heißt, man schult sich da auch in gewisser Weise denn selbst. Genau, das waren eigentlich die hauptinhaltlichen Dinge in dem Digitalpakt Schule von Bund und Ländern. Und wie und ob das Ganze jetzt anläuft, wird man sehen. Jetzt war gerade in den Medien, dass dieser Pakt also verabschiedet wurde auf einer gewissen Ebene. Und was da jetzt draus wird, das
zeigt die Zukunft. Ich hoffe, dass das in Richtung Künstliche Intelligenz, in Richtung Machine Learning, in Richtung Programmieren geht, dass man also die nächste Generation, die junge Generation, die jetzt heranwächst, in dem Bereich fokussiert und stark fördert, dass wir hier nicht in unserem kleinen Deutschland und Europa den Anschluss an die Welt in Indien, Asien und USA oder sowas komplett verlieren, sondern dass wir also jetzt mit der neuen Generation aufschließen und da ganz vorne mit dabei sind. Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Terragon Info.